Da sind wir auch schon wieder zurück und ich glaube, haben ein bisschen wenig Sprengstoff. Alles schon wieder weg. Bin mal gespannt, was der Kuli da hinbastelt. Vor allem, wo er es hinbastelt. Ah, da oben bastelt das hin. Okay. Ja, ich bin auch gespannt, was das gibt. Okay, wir sind gespannt und... Oh, oh, geht was kaputt. Schon wieder da. Eieiei. Na, wollen sie angreifen? Ja, ja. Die Schweine. Ja, da ist halt die am wenigsten Verteidigung. Aber ist okay. So, was war es jetzt? Stahl und dieses Mal wirklich Kunststoff. Okay, da können wir sogar sagen, wir teilen das auf. So, das natürlich ganz normal dahin. Und das da drauf. Wie gesagt, dann teilen wir das nämlich hier auf und klauen hier an dieser Stelle. So. Gehen dann hier ganz normal mit dem Tunnel weiter. Gehen hier ganz normal mit dem Tunnel weiter. Dann haben wir das da schon mal angeschlossen. Hier jetzt ranzukommen ist, ja gut, wir können theoretisch hier durch und dann da oben hin. Genau, und da fehlt uns jetzt der Kunststoff. Den haben wir hier. Wie gesagt, den können wir hier durchleiten. Das heißt, wir können hier einfach... Moment. Brennen das mal eben auf. Und packen das hier hin. Oh ja, halt, das war eins zu weit. So. Das packen wir ganz normal dahin. Das packen wir dahin. Ich bin gerade aus Reflex wieder runtergelaufen, obwohl lang Wisch wieder haben. Zum Kotzen. Der gute Reflex. Ja. Oh, warum passt das nicht? Oh, 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 oh. Oh, oh. Da ist er wieder weg. Da explodiert die Fabrik. Ja, so ungefähr. Ach, verdammt, ich müsste spiegeln. So, ja. Perfekt. So, offiziell angeschlossen ist alles. Also auch Kanonengeschosse und so ein Kram. Das würde ich dann auch mal umwandeln, dann direkt in lustige Uran-versetzte Kanonenmunition. Und dann brauche ich noch mehr Uran 238, lieber kein. Ja, ist alles hier. Dafür brauche ich zwei Ressourcen. Einmal die Explosivkanonengeschosse, also die Geschosse an sich. Wie viel Platz haben wir da nach oben? Theoretisch bis hierhin und dann können wir... Gut, wir brauchen ja hier, für die Sachen brauchen wir keinen Bahnhof. Das kein Gebäude brauchst, kein... Nee, keiner brauchst. Daher können wir auch hier ein bisschen höher bauen, wenn wir wollen. Da können wir auch einfach die Fabrik hier nehmen. Ich würde sie aber, würde ich sie so lang machen? Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Wir erzeugen mit 2, 4, 6, mit 12 Anlagen, die ich jetzt nicht verzählt habe. Ne, mit 10. 2, 4, 5, ja, nicht 6. Mit 10 Anlagen erreichen wir hier jeweils in 8 Sekunden ein Ding. Also in 8 Sekunden 10 Geschosse. Und die brauchen 12 Sekunden zum Verarbeiten. Also, oh, dann können wir theoretisch auch 10 machen. Dann reicht es definitiv. Jetzt bin ich wieder da. Aus Uran reicht nicht. Wibi. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 18. Scheiße, hier ist ein Zug ohne Treibstoff. Ich habe keinen Treibstoff dabei. Da, das, wo ich stehe. Das ist gut. Also der zweite davon. Der ist gut. Ja? Hm? Gut. Ja, ja, gut. Ich guck gleich. Wo stehst du denn? Da ist der Schnaps und... Hä? Rechts von mir, bei der Erzabholung. Gleich zwei. Ups, ich habe auch nichts. Moment. Das ist gut vorbereitet. Mal ein bisschen Rocket Fuel holen.
So, werden wieder betankt an der Stelle. Dann passt das. Ach, jetzt habe ich es dahin gesetzt. Scheiße, da brauche ich es doch gar nicht. Wahrscheinlich brauchen wir das hier aber auch nicht. Das heißt, das können wir hier auch gleich wegnehmen. So, dann schneiden wir es nochmal aus. Packen es einmal dahin und packen es einmal dahin. Haben wir schon wieder keine Fließbänder? Das gibt's ja nicht. In dem Raum ist ganz schön dunkel. Ach, da geht's Licht an. Ein Wunder, danke. Oh, da muss man erst mal. Ein ansprechbarer Lichtschalter, geil. Geil, ne? Oh, was ich denn. Ja, was ich denn da gerade. Okay, warte, das ist doof. Habe ich jetzt verpeilt. Da muss das Uran drauf. Moment, dann. Mal was anderes. Machen wir das so. Genau. Das machen wir so. Zack. Der Baum kann weg. Ah, das müsste, um symmetrisch zu bleiben, hierhin. Geht aber schlecht. Dann packen wir es hier schön mittig hin. Hier mittig. Da mittig. Und holen uns den Strom von da hinten. So. Dann stellen wir hier mal um auf die Kanonenmunition. Oh. Wer klaut mir denn immer die Speed-Module hier? Welche? Die Stufe 1? Ich lege die ganze Zeit immer wieder Kärtchen nach, um mir mal Speed-Module holen zu können. Und immer wenn ich gucke, sind sie gerade weg. Cody. Leg auch Kärtchen nach, Mann. Langwitsch funktioniert. Gut, dass ich nur Stufe 1 brauche und meine eigene Fabrik habe. Ich brauche auch Stufe 3, deswegen. Nee, ich brauche nur 1, damit ich die Fabriken bauen kann. So. Wie viel Grün? Nur noch 300. Oh, na scheiße, hätte ich ja auch gleich da holen können. Verdammt! Die Lasertürme werden auch wieder nicht gebaut. Brauchst du noch Lasertürme da oben, Schnaps? The person you're calling is not available at present. Naja. Was würden die auch nur ohne den machen, ey? Echt mal. Liegt alles in die Luft. Ja, definitiv. Ach, Stahlfeder. Ah, das ist deswegen ja versuche ich nicht zu beliebt zu sein. Muaha. Oh nein, jetzt habe ich die Module rausgehauen. Ich depp. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Scheiß auf die Module. Ich brauche jetzt die Module selber. Cody? Was denn? Ich bin auch gerade bei Speed-Module produzieren und leg da immer wieder nach und verteile und hol raus. Bei mir hat nur gerade das Telefon geklingelt, darum konnte ich jetzt nicht antworten. Wir müssen das Ding also vergrößern, ja. Ja, ich brauche für die ganzen Ölförderanlagen, hole ich die gerade. Und ich brauche noch verdammt viel. Ich brauche gar nicht so viele. Wie gesagt, ich brauche nur die Einser. Die mache ich mir selber. Du Glücklicher, machst dir selbst. Ja. Könnte aber Stufe... Oh, ich könnte Stufe 3 Module in die Fabrik bauen, dass Stufe 1 Module schneller gebaut werden. Okay, Cody baut sich eine geheime Modulfabrik irgendwo hin. Ich finde sie. Ich habe mich vorhin auch schon gewundert, warum wo sind die roten Schaltkreise denn hin? Warum werden die neu nachgeliefert? Dann hatte ich schon oben von der blauen Position auf die grüne und auf die rote verteilt. Ach, da habe ich Kisten gebaut. Oh, die da hier. So.
Jo. Dann, warum habe ich das hier nicht... Hä, habe ich das nicht von kopiert? Komisch. Ah, ich habe es ausgeschnitten, ich Depp. Ist auch super. Okay, jetzt brauche ich noch die Uranmunition. Die ist, die Uran allgemein. Das wäre hier. Die können wir jetzt theoretisch schön hier durchschlingeln. Ah, wir haben... Aha. Oh Mann. Ich verstehe dich schon. Ach egal, ich verschwende jetzt ganz viele Fließbänder, aber ich will das haben. Sonst ist nicht symmetrisch. Oh, ich muss spiegeln, sehe ich gerade. Haha. Warte, wir müssen das so machen. Dann spiegeln wir das. Moment. Das heißt, wir müssen hierher und da hoch. Perfekt. So. Brauchen wir sonst irgendwo noch die Uranmunition oder können wir es direkt anschließen? Eigentlich. Nee, sonst. Ich wüsste jetzt nicht wo. Und zack, die letzte raussaugen. Beim Sprengstoff bin ich mir gerade auch nicht sicher, wo wir noch welche brauchen. Ah, schöne, schöne Sache. Da arbeitet sogar schon die erste Anlage. Und macht schön explosiv Uran-Panzergranaten. Jetzt brauchen wir nur noch Massenmodule. Ich fördere nicht genug Rohöl, aber die Anlage läuft langsam voll da unten. Die Ölverarbeitung. Echt? Rohölmäßig. Lol. Naja, die Bahnhöfe haben noch Platz. Ja, ein bisschen. Aber guck mal, die sind voll am Pollern und so viele Tanks wieder voll sind. Ja, das stimmt. Also, ja, die rechte Seite ist noch ein bisschen leer, aber... Ja, läuft langsam voll. Ich sag nicht, dass es schon voll ist. Es ist noch nicht voll. So, gucken wir mal bei keinem wieder hoch. Na, wie schaut's aus da oben? Fertig. War noch ein paar Schönheitskorrekturen und das. Ich brauche mehr Uran. Also ja, ich bin Wartebahnhof fertig, ne? Da kommt so wenig. Ah, Module 3. In Tat. Bin mir nicht sicher, ob das reicht. Also ich verbrauche echt haufenweise. Erstmal habe ich jetzt den Wartebahnhof fertig gebaut. Ja, okay. Voll verdrahtet. Voll intelligent. Irgendwas verstopft bei Cody? Ja, ich bin es gerade am klären. Wie viele Kettensignale? Egal. Achso, ja gut, da 1, 2, 3, 4. Du hast ja nur Kettensignale da. Oh, ist der voll mit Sprengstoff? Na, wo ist er hin? Losgefahren? Nee, nicht ganz. Ich habe nur mal losgeschickt. Ach so, okay. Schade, ich dachte schon. Aber so drei Viertel ungefähr. Ja, dann kann ich mal kurz zugucken, wie schnell hier der Sprengstoff hier verschluckt wird. Aber wir müssen definitiv noch die Greifer updaten, sehe ich gerade. Gleich mal Upgrade-Planer drüber ziehen. Greifer sollte ich ja ein paar da haben. Oh. Habe ich alle 100 verbraucht vorhin? Echt? Krass. Ich weiß nicht mal, wie schnell das geht. Zack, jawoll. Da. Hier kommt der Sprengstoff. Was vorhin irgendwas wegen Logistik gesagt, wenn wir Logistik-Drohnen brauchen. Wo war das? Tja, hättest mal besser aufgepasst, ne? Irgendeiner Positionsmarken. Ich suche das gerade noch so ein bisschen. Ah. Hm. Jetzt muss ich überlegen, ob wir den Sprengstoff hier sogar aufteilen, dass wir mit zwei Fließbändern den Sprengstoff liefern. Das ist... Noch keine Atomraketen. Nein. Was, willst du Atomraketen haben? Ja, haben wir noch nicht geforscht. Ach stimmt, für die bräuchte ich noch Uran. Oder? Die brauchen wir bestimmt auch Uran. Ja, Atombombe. Ah, die brauchen das andere Uran. Ja gut, okay, dann das sind wir ja nicht. Andere Uran habe ich auch da. Er ist genügend. Ja. Oh, Granaten werden gemacht. Munition wird gemacht. Kann ich mal hier Kiste hinsetzen.
Ja, aber die schluckt echt gut Sprengstoff hier. Die Anlage. Ich würde fast leer. Ach, da fehlen sogar Greifer hier oben. Ja, warte, war nur funktioniert, ne? Genauso wie ich es wollte. Okay. Heißt genau gleich wie die anderen funktionieren, nur quasi als Lochbahnhöfe. Die mir das quasi dann als Wartebahnhof signalisieren. Okay. Aber dazu mehr nach der Werbung. Dazu mehr nach der Werbung, na, so weit sind wir noch nicht. Dann würde die Folge gerade mal 15 Minuten gehen. Ja, man muss auch mal kürzer machen. Sonst ich wollte gerade sagen, Budgetkürzung hier. Budgetkürzung. So. Was darf ich denn da für Schaltkreise nachballern, damit da mehr Stufe 3 Teile kommen? Alle. Alle. Apropos. Einfach in die Storage-Kisten reinflacken, die holen die sich das mal alleine. Es ist gerade nur meine Überlegung, welche brauchst du denn genau? Na, alle, 3. Alle. Du brauchst für Stufe 3, brauchst du alle. Alle. So richtig alle. Ach Gott, ach, da wird's produziert. Alle, plem. Stück nach links gucken. Die Batterie brauchen die? Die brauchen Motoren. Das heißt, wir brauchen noch Motoren, müssen wir noch herliefern und Batterien müssen wir noch herliefern. Okay. Und Schaltkreise. Ah, elektrische Schaltkreise an. Perfekt. Können wir schon mal einstellen. Oh Gott, wie ist denn der Bahnhof? Grüne Schaltkreise ab. Das klingt doch gut. Gut. Voll und leer. So, einmal. Eieiei, da ruft sie wieder an. Kriegen wir hier irgendwo Motoren? Was ist das denn hier? Hä? Muss ich das verstehen? Nee. Ja, kann ich gerade gar nichts richtig machen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Das heißt, wir haben jetzt hier, das ist der Schaltkreisbahnhof. Dann machen wir den hier zum, was habe ich gesagt, brauche ich noch? Ich brauche noch Motoren, genau. Motoren. Das wäre der Bahnhof hier und dieser Bahnhof. Der gibt mir, ach, Kurzzeitgedächtnis, komm, sag's mir. Das war. Scheiße, ich kann's mir echt nicht merken. Ah, was war's denn? Bloß, dass man mal alt wird. Das habe ich alles. Ach, Batterien. Genau. Nicht gespeichert gerade? Was? Ich werde niemals alt. Lüge. Du bist schon alt? Lüge, das ist auch eine Lüge. Ich sagte, ich werde niemals alt. Du bist schon alt? Hä? Ups, ist nie gut. Naja. Ups, kostet extra. Upsi. Du kommst dahin. Und du kommst dahin. Du kannst gleich mal fahren. So. Dann kommen hier schon mal die Schaltkreise rein. Sehr schön. So, das ist das Band dazwischen. Ne, welches Band ist das hier? Das ist die Sprengstoffband, richtig? Ja, genau. Ist okay. So. Er hat so gesagt. Ja. 20 Eisenplatten. Oh. Oh, das war teuer. Ah, gut. Solange die Munition nicht hergestellt wird, ist alles okay. Aber trotzdem. Das Schöne ist, wir können es hier abgreifen. Machen wir mal hier. Die Frage ist, reicht ein Band? Weil wir müssen daraus auch noch Zahnräder machen. Wir brauchen... Na, da brauchen wir es nicht. Da brauchen wir aber auch nochmal gewaltig viel Zahnräder und Rohre.
Das heißt, wir können ja nicht hier beide abgreifen. Definitiv. Dann untertunneln wir mal das hier. Dass wir generell hier mehr Platz kriegen. Dann ziehen wir nämlich das dahin. Und das ziehen wir dahin. So. Dann haben wir hier schon mal unsere Eisenbänder. Du sagtest, du hattest mal Zentrifugen übrig gehabt, oder? Ja. Weißt du noch, wo die waren? Ja, in meinem Inventar. Weiß mal rüber. Da. So. Die eine Linie würde ich direkt anschließen, die andere Zahnrad direkt machen. Und Kupfer brauchen wir hier noch. Brauchen wir nur einmal Kupfer? Nur hier brauchen wir Kupfer. Hier brauchen wir keinen Kupfer und hier brauchen wir auch keinen Kupfer. Gut. Wieso ist auf diesem Fließband Kupfer zum Geier? Ist das richtig? Wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht. Kupfer an, Kupfer an. Ich habe einen zweiten Bahnhof Kupfer an. Naja, es ist hier angeschlossen. Ja, doch, das sieht richtig aus. Okay, cool, wusste ich nicht, aber okay. Auch nicht schlecht. Können wir gerade hier nochmal... Na, komm her. So. Ja, da können wir auch theoretisch direkt so anschließen. Einheitlich haben wir hier auch noch so. So, das wäre jetzt der untere Hub. Dann können wir nämlich hier und dann hier rüber. Dann packen wir einfach hier die Fabrik. Das sind wieder drei Ressourcen. Da können wir also wieder unsere Standardfabrik nehmen. Die finde ich eigentlich vom Aufbau her echt schön. Blick. Fu. Wie? Also heute hast du einen Klick waren, hä? Das Fu gesagt, ich habe nur gefragt, wie? Du hast gerade noch Klick gesagt. Ja, und? Hast du vorher Eikel nicht gesagt. Deswegen sage ich ja, du hast heute einen Klick waren. Ich höre es nur mal wieder. Ich glaube, ich sollte mal die Fabrik hier kopieren. Das dauert mir hier zu lang. 56. Brauchen noch einige Fabriken davon. Ja, ich glaube, wir machen hier mal kurz eine provisorische. Ach nee, warte mal, wir haben ja hier so eine provisorische. Schön. Stellen wir die gerade mal um eben auf Module Stufe 1. So. Packen wir das hier noch rein. Schade, ich dachte, das kann man sich rausholen. Dann halt nicht. Dann definitiv noch mehr Rot. Mehr Rot braucht die Welt. Oh. Also die Rotschaltkreisproduktion ist echt lahm. Muss man sagen. Aber da gut ist, ich sehe auch gerade, da fehlen noch einige Fabriken. Da sind noch viele blau. Würde das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen beschleunigen. Zack. Und... ein Stack behalten wir mal. Das kann ich, glaube ich, in die Fabrik schmeißen. In die blaue hier. Wo ist sie? Da. So. Seit wann steht denn bei der Umweltverschmutzung jetzt eine Zeitangabe drin? Ja, bei den Fabriken, da steht jetzt Umweltverschmutzung 6 pro Minute. Achso, das meinst du, war das nicht schon immer so? Ich weiß nicht, also eine Zeitangabe ist mir irgendwie neu. Das ist ja so und so viele Einheiten Umweltverschmutzung pro Minute, die dieses Ding herstellt. Ja, aber die Zeitangabe habe ich noch nie gesehen, deswegen. Ich will es nicht beschwören, aber ich meine, die stand schon immer drin. Okay. Wenn es der Cody sagt, hat er bestimmt recht. Oder zumindest schon länger, sagen wir es so. Zack.
Greifer. Greifer haben wir noch genug. So, die Fabrik hier, die baut keine Munition. Diese Fabrik baut die Geschütztürmchen. Einmal so und einmal so. Wir brauchen am meisten Eisenplatten, das heißt Kupferdraht und Eisenzahnrad kann auf einem Fließband in die Mitte. Das heißt, das hier ist unser Kupfer- und Zahnradband. Warum hast du Brot? Warum zum Beispiel? Nee, Quatsch. Das kommt. Das ist unser Eisenplattenband. Genau, das hier ist Eisenplatten, sowas. Dann nehmen wir jetzt eins von denen hier. Und ziehen das schon mal direkt hier drauf. Und dann brauchen wir hier jetzt auch noch Fabriken. Wie schnell stellen wir Zahnrad her? Das müssen wir mal kurz gucken. Wie viel brauchen wir denn hier? Wir haben jetzt hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, also 10 Fabriken. Die brauchen pro... die brauchen alle 8 Sekunden brauchen die 100 Eisenzahnrad. In 8 Sekunden. Das ist nicht wenig. Oh, wei. Naja, geht. Und wo sind die Zahnräder? Wie schnell stellen wir die her? Wir stellen in einer halben Sekunde 2 her. Das heißt, in den 8 Sekunden stellen wir logischerweise 16 her, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe, oder? Nee. Mit einer Fabrik. Hab dir nicht zugehört, tut mir leid. Ist alles okay. Ich kann um diese Uhrzeit, glaube ich, auch nicht rechnen. Bin wieder da. Nee, Quatsch, wir stellen... Auf Dauer. Nee. Warte, in einer Sekunde stellen wir 4 Eisenplatten her. So, das heißt, bei 8 Sekunden stellen wir 32 her. 32. So. Genau, stellen wir 32 her. Das heißt, bei 2 Fabriken wären wir bei 64. Ja, dann machen wir 4 Fabriken, dann reicht's. Dann sollte es reichen mit 4 Fabriken. Ich weiß noch nicht, ob das Fließband es schafft. Ups. Oh, ups ist nicht gut. Ups kostet extra. Genau. Ja, ist egal. Ich habe gerade 1500 grüne Schaltkreise. Ach so, wenn es weiter nichts ist. Ein Klick gegriffen. Wenn es weiter nichts ist. Nee, mehr ist auch nicht. Da werden schon wieder keine Module produziert. So. Mehr brauchen wir nicht. Eine interessante Bauart, muss ich sagen. Ich habe noch nie so Zahnräder gemacht. Bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich leistungsstark ist. Das testen wir einfach mal aus. So, einmal so. Das sind interessante Fabriken, die ich hier baue. Hoppla. Ja, das schaut interessant aus. Gell? Ich habe keine Ahnung, ob es reicht. Oh, einmal da anschließen, einmal da anschließen. Das sieht sehr provisorisch aus. Nö, das ist nicht provisorisch. Was soll daran provisorisch sein? Lass mich überraschen. Ach, wie? Oh. Nee. Brauchst du eine zweite Linie daneben und eine dritte? Ja, die Fabriken müssen erstmal gefüttert werden, ordentlich. Schauen wir mal. So, die Module unterstützen das Ganze auch noch. Da kommt auf jeden Fall mehr Eisenplatten rein wie da. Oh, jetzt ziehen wir wieder gut Eisenplatten hinten raus. So, mein Ziel ist... Ja, ich glaube, es reicht echt nicht. Krass. Zumal wir hier hinten noch 2 Kisten brauchen. Ja. Da begrenzen wir mal auf... Oh. Ja, wieder relativ zügig.
Da wir aber hier genug rausziehen, können wir hier in der Mitte auch nochmal eine Anlage bauen. Haha, warte mal, das kopieren wir. So, das kopieren wir. Packen das mal. Das packen wir dahin. Dann brauchen wir hier noch den Tunnel. Da den Tunnel. Fabriken. Dann machen wir noch eine größere Eisenabnahme. So. Gib ihm! Oh, es fehlen sogar schon Greifer. Zack. Und zack. Wieder. Blöde Strommasten. So, jetzt reichen die Eisenplatten nicht mehr. Das war klar. Irgendwas ist ja immer. Naja, Alter, boah, jetzt die 3 Eisenplattenfließbänder. Oh, das wäre echt krank. Weil gut, jetzt läuft Zahnrad voll und spätestens wenn Zahnrad voll läuft, brauche ich weniger Eisenplatten an der Seite und dann regelt sich das wieder ein. So, jetzt läuft es nämlich da voll, jetzt verbrauchen wir da weniger. Müsste sich gleich nach oben stauen, theoretisch. Praktisch. Ja, es dauert echt noch ewig, bis es sich hochstaut. Hallo? Staut sich das mal nach da oben? Die rechte Seite arbeitet schon gar nicht mehr. Weigerer. Ich könnte natürlich auch... Moment, das machen wir mal anders. Dann können wir nämlich beide Seiten vom Fließband nutzen. Zack, so. Dann halt so. So, hier staut sich es natürlich, weil die Türme schon da sind. Brauchen wir Geschütztürme? Nicht wirklich. Also hier hätte es jetzt welche, falls jemand welche braucht. So, das nächste Zielchen wären die Lasergeschütztürme. Batterien. Muss ich den Zug noch einstellen? Welcher war es denn? Der da? Ja. Waffenfabrik Batterien an, genau. Und Raffinerie Bad ab mit volle Fracht. Leere Fracht und Raff warten. Wo ist Raff warten? Feststoff warten an. Wartebedingungen nicht. Ja, gib ihm. Was los? Ganz da drüben. Oh. Ah, jetzt kämen wir. So, gucken wir mal, was passiert. Krass. Okay. Wo war das gerade? Das war... Ich weiß, dass da viele Türme fehlen, auf jeden Fall. Da. Muss mal generell hier was reinschmeißen, um die Versorgung hier mal ein bisschen aufrecht zu halten. So. Zack. So. Wunderbar. Dann basteln wir uns hier einfach die nächste Anlage hin. Wobei, ich muss aufpassen, nicht, dass wir hier... Müssen wir hier was verarbeiten? Nö, da können wir direkt alles, was wir kriegen, vom Bahnhof hier reinschmeißen. Machen wir auch wieder 4 Abstand. Ja, passt. Radar muss weg. Drohnenhangar muss weg. Der kann aber dahin. Das kann dahin. Ach, den habe ich mitkopiert, okay. Fließbänder haben wir schon wieder keine. Zack, keine Tunnel. Oh, und Teile haben wir hier auch keine mehr. Schlecht. Müssen wir mal ein bisschen hier Nachschub sorgen.
da war eine volle Kiste dabei. Hupsi. Oh, soll mir recht sein. Perfekt. Und noch ein paar grüne Schaltkreise auch noch nachschicken. Dann läuft es nämlich eine Weile wieder hier. So, perfekt. Hier fehlen wieder ein paar Umspannwerke. Okay, eins, um genau zu sein. So. Das stellen wir um auf Lasertürme. Ah, da fehlen Fabriken, das kann ich umstellen, okay. Kreise, natürlich. Oh, ich will gar nicht wissen, wie oft ich jetzt ohne Long Reach hier hin und her fahren hätte müssen. Oh, gut, wir haben hier viele Ressourcen schon unten. Ansonsten trotzdem mache ich die Konkurrenz mit Kain Prime. Kain Prime. Nein. Genau. Aber nur für Abonnementen. Richtig. Ja, ich war doch kein UPS hier, ich bin doch nicht Wahnsinn. UPS. Das lohnt ja nicht. Das lohnt nicht. So, die Batterien können wir hier hinbringen. Zack, oh. Direkt Anschluss. Wenn ihr es eventuell gleich mal mit Knallen hört, dann war das Wetter. Dann war das was? Das Wetter. Ah. Ich hab gerade so Blitze vor meinem Fenster zucken sehen. Oh ja, lass es zucken. Genau. Wenn du auch mal weg bist, dann bist du auch noch getroffen. Genau. Was war's? Stahl noch, oder? Stahl noch, genau. Wow, den Stahl. Ach Gott, ganz da oben. Ganz da oben ist Stahl. Das ist aber hässlich. Hässlich, oder? Ja. Oh, richtig hässlich. Dann. Nee, was mache ich denn da? Blödsinn. So. Immer. Das kann dann. Nee. Das war wirklich Blödsinn. Wir nehmen einfach das obere Fließband ab. Das hier nehmen wir ab. So runter. Zack. Das heißt, wir brauchen hier auch noch einen Tunnel. Bis hierher. Ja. Und jetzt sollte. Rudi, hast du schon eine geheime Modulfabrik gebaut? Ja. Nein. Geheime Modulfabrik. So. Hast du nicht? Nein. Okay. Ich hab hier Sprengstoff gebaut. Ja, Sprengstoff, mehr Sprengstoff. Oh. So, Lasertürme. Geh die Module langsam auf den Piss. Zu wenig. Ja, kommt zu wenig Stahl ran, hä? Also die blauen Fließbänder sind einfach scheiße. Die sind einfach zu lahm. Guten Grün wieder, sagst du? Ja, aber echt, ey. Oh, warum hat das so sprunghaft Stahl? Okay, dann koppeln wir das hier auch noch mit an. Wenn hier so sprunghaft komisch kommt. Ja, wobei, jetzt staut sich's. Jetzt haben sich die Fabriken gefüllt, jetzt passt's. Okay, ist in Ordnung. So, die letzte Fabrik für diese Abteilung hier. Die Flammenwerfergeschütze brauchen Zahnrad und Rohr. Ich befürchte, dass unsere Eisenplatten hier nicht mehr ausreichen werden. Nur so eine kleine Befürchtung. Aber wir probieren's. Zack. Wir gleich mal wieder ein paar Greifer, so wie ich das Spielchen kenne. Dann brauchen wir bestimmt ein paar Fabriken wieder. Oh, wir können nur eine bauen, weil mir Zahnrad fehlt. Alles klar. Zahnrad. Zack. Ja, das war's. Stromversorgung bei den Modulfabriken ist auch nicht ganz so prall, kann das sein? Was ist die Stromversorgung? Nee, Drohnen. Ah. So,
die Kisten, dass was reinkommt, weil kommt mit Mikro auch nichts rein. Ja, deswegen musst, das musst du ja von Hand füllen. Das sind Anforderungskisten. Ja, die fordern auch an. Ja, ach nee. Die fordern aus deinem Drohnennetz an und das Drohnennetz musst du von Hand füttern. Aber in dem Drohnennetz ist eigentlich alles drin, was sie brauchen. Also ich sehe in dem Drohnennetz aktuell nur Prozessoren, also ist da nicht alles drin, was sie brauchen. Danke, Cody, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ey, ist das, was ich eben gemeint habe. Würde mal rausgenommen, aber... Wo sehe ich denn nochmal, was im Drohnennetz drin ist? Scheiße. Irgendeine Kiste. Passivkiste. Am allereinfachsten. Nimmst du die Passivkiste? Passivkiste. Passive Anbieterkiste habe ich jetzt gerade hier, ja? Ja. Und oben auf Netzwerk. Gegenstände in diesem Logistiknetz? Ja. Hä? Drück mal L. Oh. Drück mal L. So, ja. Und jetzt such die richtige Zelle raus. Hä? Ich weiß aber, frag mich nicht, welche Zelle das ist. Warte, vielleicht steht es auf dem Netz dran. Warte mal, das wo sehe ich das? Ja, ja, das habe ich mich bisher auch immer gefragt, wo die Zelle steht. nicht auf dem Hangar? Nicht auf der Kiste? Dann such die Zelle mit 81.000 Munition. Dann bist du in der richtigen Zelle. Oh Gott, ey. Netz 3 würde ich sagen, weil da sind auch Wissenschaftspakete. Netz 3 hat aber nur 1000 Munition, Cody. Das Warum sind dann Netz 3 Wissenschaftspaket? Alte Fabrik. Das wird die provisorische Anlage gewesen sein von damals. Weißt du, die Anfangsbase wird Netz 3 sein. Ich denke, es wird eher ein Netz weiter unten sein. Netz 19. 19? Ja. Ja, 81k, das sieht gut aus, ja. So. Da bin ich gerade automatisch gelandet. Ich glaube, wenn ich denn L drücke, ja, wenn ich L drücke, zeigt er mir direkt das Netz an, in dem ich mich gerade befinde. Ah, das ist auch praktisch, so, gut so zu wissen. Das ist, glaube ich, gerade meine Theorie. Also es ist gerade eine nette Erkenntnis. Und in Netz 19 sind definitiv nur Prozessoren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss kurz einen kleinen Cut machen, denn der kleine Doskias muss ganz schnell wohin und die Zeit ist eh wieder erreicht. Von dem her, wie es hier weitergeht, das sehen wir nach einer kurzen kleinen Pause. Tschüss. Tschüss.